Ich habe zwei Rollen, genau wie schon gerade gesagt. Mein Schwerpunkt liegt schon an der Hochschule mittlerweile und in der Forschung und Ausbildung hier der nächsten Generation oder der tollen Kooperation mit der nächsten Generation. Ja, das Projekt heißt Holzziegel Leben. Die Stadt und Land hatte ausgeschrieben, diesen Piloten Nachhaltigkeit, den wir dann in einem VGV-Verfahren gewinnen konnten und haben uns zusammengetan in einer AG, das zeige ich gleich, mit Bruno Ferretti und Maja Kess, die sehr stark im Ziegelbau sind und das erläutere ich dann gleich. Und wir sehen hier, dass wir auch von der Senatsverwaltung auf der Investitionsseite sehr stark unterstützt werden. Das heißt, die Innovationen, gerade die wir da im Lehmbau machen wollen, würden mit den normalen Mitteln der Stadt und Land natürlich nicht möglich sein. Deswegen hat die Senatsverwaltung da auch sehr wohlwollend unterstützt, um die Innovationen ausloten zu können. Die Forschungsbegleitung, die wir machen von den Hochschulen aus, wird auch sehr gut von der DBU unterstützt, also Deutsche Bundesstiftung Umwelt, und auch begleitet. Wer sind wir? Also oben Stadt und Land als Bauherr. Wir sind eine AG aus ZRS im Lead mit BFM, Bruno Ferretti Merkes. Wir haben ZRS-Ingenieure mit an Bord. Wir haben das Büro Hausladen für das Low-Tech-Konzept an Bord, haben DKI-Plan, IRG als Planer für die Gebäudetechnikseite, die auch sehr stark auf Low-Tech fokussieren, und haben Schönherr Landschaftsarchitektinnen an Bord. Rechts die Förderung und links die Forschung. Wie oft in diesen Reallaboren, sage ich jetzt mal, arbeiten die Fachgebiete der Büroinhaber, also die Universitäten, in der Forschung mit. Da haben wir so ein bisschen die Blaupause im Münchner Einfach-Bauen-Projekt gesehen. Also wir als Natural Building Lab hier von der TU Berlin, die Uni Braunschweig mit Elisabeth Endres und die Uni Stuttgart mit Piero Bruno, die quasi das Projekt begleiten. Wo stehen wir? Wir sind gerade aus der LP2 raus, sind in der LP3, die im Juni abgegeben wird, und wollen das Projekt bis September 24 dann quasi übergeben. Wir als Forschung begleiten quasi den Generalplaner, das Generalplaner-Team in der Planung und versuchen zu optimieren mit unserem Einfluss von außen beziehungsweise den wissenschaftlichen Untermauerungen. Was sind die Hauptstandbeine, auf denen das Projekt steht? Das eine ist das Low-Tech-Bauen. Das leiten wir immer so aus den feuchtesteuernden Materialien ab. Das sind Lehmbaustoffe, sind Naturfasern, sind Holzbaustoffe. Sehr analog zum Fachwerkhaus. Deswegen zeigen wir das hier auch ganz aktiv und können dann aus unserer Brille auf Lüftungstechnik verzichten und glauben, dass da ein wesentlicher Beitrag für die Zukunft liegt, wenn wir also Gebäudetechnik reduzieren können und mit den richtigen Materialien in die Hülle gehen. Brauchen feuchtesteuernde Materialien, das ist im Wesentlichen Holz und Lehm. Da kommt der Kalk in den Außenbekleidungen ein bisschen dazu und die Naturfasern im Wandaufbau. Wir wollen Lüftungstechnik eigentlich in diesem Projekt dann auch komplett obsolet machen und wir wollen Klimatechnik natürlich vermeiden. Das ist ein wachsender Markt gerade. Alle Leute kaufen gerade Kältegeräte, gerade in schlecht ausgebauten Dachgeschossen, die luxuriös und schön sind, aber schlecht gebaut. Und das ist ein riesen wachsender Markt, der quasi als Booster der Stadterhitzung funktioniert. Das müssen wir alles verhindern. Wir wollen die Heizungssysteme hinterfragen und wir wollen auch so ein bisschen gucken, wo gehen wir in Richtung Klimaprognosen hin. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Low-Tech-Bauen als ZRS und auch hier als NBL und haben am 16.05. mit dem BBSR unser zweites Symposium zum Low-Tech-Bauen, wo man sich auch noch kostenfrei anmelden kann. Das zweite Standbein, auf dem wir stehen, im Wesentlichen ist das zirkuläre Bauen. Da haben wir die Abfallhierarchie, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Das haben wir mal in so eine Pyramide. Also meine Frau Andrea Klinge, die Professur für kreislaufgerechtes Bauen in Basel hat und sehr viel dazu forscht auch. Wir wollen natürlich im Wesentlichen erstmal ins Reuse rein. Also wir müssen die Nutzflächen reduzieren, wir müssen die Energieverbräuche im Betrieb reduzieren, das ist ein alter Schuh. Und wir müssen vor allen Dingen endstofflichen und hier oben den großen Fußabdruck der grauen Energie reduzieren. Wir gehen dann in der Transformation ins Reuse, müssen also kreislaufgerechte, zukunftsfähige Gebäude bauen, wo die Baustoffe auf dem gleichen Niveau bleiben. Wir wollen eigentlich gar nicht granulieren, wir wollen also nicht klein mahlen das Material und eigentlich schon nicht ins Recycling kommen und schon gar nicht Holz verbrennen zum Beispiel oder
entsorgen. Das ist also im Moment der große Trend immer noch. Also es ist ja alles gerade schon dargestellt worden. Wir müssen genau diese Pyramide, die im Moment noch andersrum geneigt ist, umkehren. Auch unser Projekt ist im Berliner Süden, das ist in Altbritz, da sehen Sie da unten diesen kleinen Punkt. Wir haben hier also diese Hauptausfallstraße aus der Hermannstraße runter gen Süden, haben einen großen Wohnungsbau in unserer Nachbarschaft stehen und schließen dann so nach Osten an einen eher park- und sportstättenorientierten Freiraum. Dieses Grundstück konnte die Stadt und Land vom Land Berlin bekommen und baut quasi in der Verlängerung dieses 90er-Jahre-Gebäudes hier zwei Baukörper, die wir entwickelt haben, um die zwei Materialien quasi in zwei sehr baugleichen, aber unterschiedlich konstruierten Gebäuden auf. Die Stadt und Land wollte einerseits die Robustheit der Gründerzeit reflektiert sehen. Das heißt, wir haben uns relativ intensiv mit den Bauern mit Ziegel und Ziegelholz oder Ziegel auseinandergesetzt. Und auf der anderen Seite das, was wir als ZRS schon lange tragen, das Bauen mit Holz und Lehm und wollten das quasi aus dem kleinen, aus dem Einfamilienhaus mit großen Wohnflächen, großen Luftvolumen mal auf den Wohnungsbau übertragen, der sehr kompakt ist. Und wir haben hier Grundrisse entwickelt, die unter 25 Quadratmeter pro Kopf belegt werden können, wenn alle Zimmer quasi voll belegt sind. Das ist also auch da schon dieses Reduce ganz stark. Und wir zoomen mal in den Grundriss jetzt des Holzhauses rein. Das ist also, wir versuchen von der Bodenplatte weg nur noch rein mit Naturbaustoffen zu bauen. Wir sehen also hier ein Sicherheitstreppenhaus. Das ist bei beiden Treppen, bei beiden Gebäuden gleich. Wir wollen quasi vermeiden, dass wir große Feuerwehrstellflächen um das Gebäude haben. Also ein Sicherheitstreppenhaus nach Hochhausbaurichtlinie. Das ist also ein außenliegendes, frei belüftetes Treppenhaus, kalt, mit einem freien Gang dann quasi entsprechenden Abständen in das eigentliche Gebäude rein. Und ab hier wird es warm. Das ist schon in Brettsperrholz errichtet, der Aufzugskern in Brettsperrholz, zwei aussteifende Wände in Brettsperrholz. Und der Rest ist ein Skelettbau, dass wir halt quasi langfristig auf die Gegebenheiten der Veränderungen des Wohnens oder auch einer Nutzungsänderung reagieren können. Außen ausgefacht natürlich mit Naturdämmstoffen. Und wir haben dann eine Wohnungstrennwand, die auch im Wesentlichen aus Naturbaustoffen realisiert werden soll. In dem Falle wollen wir hier wirklich überall weitgehend die Wände mit Lehmbaustoffen bekleiden. Das ist jetzt durch die Förderung auch möglich. Hier mal im Schnitt, der ist leider noch nicht so gut ausgearbeitet. Wir haben als erdberührendes Bauteil eine Bodenplatte in Beton. Keller geht gar nicht mehr, wenn wir zukünftig bauen wollen. Und dann ab diesem Punkt alles als reine Naturbaukonstruktion, naturfasergedämmte, diffusionsoffene Wandaufbauten bis zum Dach. Und der Ziegelbau ist im Prinzip im Wesentlichen das Wandbauteil in Ziegel und Poroton errichtet. Und da kommen wir aber gleich nochmal zu. Hier sind so zwei Images. Das ist also die Erschließungsfuge zwischen den zwei Gebäuden. Wir können sehr stark die Landschaft offen lassen und begrünen und quasi auch dem Nutzer zur Verfügung stellen, müssen also die Vorfahrten für die Feuerwehr nicht machen. Das ist die Erschließung vom Norden her an dem Holzhaus vorbeigeblickt auf das Ziegelhaus. So ungefähr soll das dann später mal aussehen. Was sind unsere Forschungsfragen? Wir wollen gucken, wie das Bauen ohne Lüftungsanlage im öffentlichen Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau geht mit einer sehr kompakten Grundrissstruktur. Wie geht das mit den sorptionsfähigen Naturbaustoffen? Welche Bedingungen haben dann die technischen Standards? Wo müssen wir technische Standards auch interpretieren oder absenken? Also die Normen sind ja keine Gesetze, sondern sind Stand der Technik. Wo muss man den Stand der Technik quasi interpretieren und dann in so einem Reallabor auch mal mit den Bauherren genau definieren, an welcher Stelle man da absenkt? Und wie kriegen wir dann auch diese natürlichen Baustoffe mit einem intelligenten Heizsystem kombiniert? Dann die ganz große Frage der Kreislaufgerechtigkeit, ne, die Ressourcenverwendung habe ich gerade schon angeschnitten. Und dann ist die Frage, wie entwickeln sich Wohntypologien, dass wir halt ressourcenoptimiert bauen, um dann das Ganze, wir denken immer so im Denkmodell der planetaren Grenzen etablieren zu können. Jetzt werde ich nur einmal durchgehen, ganz kurz, was wir auf der CO2-Seite berechnet haben. Sie kennen alle diese Matrix, die dahinter liegt, mit den unterschiedlichen Phasen A, B, C und D.
Wir betrachten einmal immer gerne die Errichtungsphase, weil Gebäude in der Regel gut gebaut im Geschossbau, als Rohbauten, als Skelette nicht nach 50 Jahren rückgebaut werden. Das ist die Methodik der DIN. Die würde dann sagen, hinten in der Phase C nach dem Betrieb in B, in C wird dann rückgebaut und das CO2 vom Holz wieder freigesetzt. Also das Holz theoretisch immer so vorgesehen, als würde es verbrannt, weil das Modul D, die Weiternutzung der Materialien jetzt noch nicht anrechenbar ist, wirklich, da methodisch noch einiges zu errichten ist. Also wir betrachten einmal A, die Errichtung und im Vergleich dazu mit dem Wiederfreisetzen des CO2 am Ende des Lebens. Dann geht man los, einmal durch das gesamte Gebäude. Hier ist es die Außenwand. Wir haben drei Varianten in dem Falle. Wir haben also das jetzt Typenhaus genannt. Das ist der Standard, den die Wohnungsbaugesellschaften eigentlich vom Land Berlin vorgegeben kriegen. Also das ist das kostengünstigste Bauen, also das billigste Bauen, sage ich jetzt mal polemisch. Da kann man dann zum Beispiel eine Kalksandsteinwand mit einer Mineralwolldämmung bauen. Dann haben wir die Ziegelwand. Die ist jetzt in unserem Falle außen nur mit einer Schlemme versehen und innen mit einem Lehmputz verputzt. Und dann die Alternativ dazu die Holzfassade mit einer die Holzwand mit einer Holzfassade, Holzfaserdämmung, dann der Holzkonstruktion mit Naturfasern und innenseitig mit Lehm verputzt. Das ist also so die Öko-Plus-Variante, die wir uns immer schon mal geträumt hatten, dass man die in so einem Kontext auch mal bauen darf. Und dann sieht man die entsprechenden Fußabdrücke. Das ist jetzt hier pro Quadratmeter in der Errichtung und am End of Life mit dem kräftigeren Farbton. Da sehen wir das, dass dann teilweise Ressourcen wiedergewonnen werden und dann mit der CO2-Bilanz dann am End of Life sich etwas absenkt. Wir sehen beim Holzbau, beim Ziegel ist das sehr ähnlich zum konventionellen Bauen, wenn man einen reinen Ziegelbau baut. Und wenn man den Holzbau hat, sieht man hier, dass die Errichtung vom Holzbau, also die Holzbauteile, dann das erzeugen, was auch Herr Schellenhuber stark vertritt, dann können wir quasi die CO2-Senke bauen. Das spiegelt sich jetzt hier in den anderen Bauteilen auch wieder, die Decke, eine Stahlbetondecke, eine Ziegeleinhangdecke, eine Holzdecke im Vergleich. Da sehen wir dann gerade, in den Decken liegt ganz viel Potenzial des CO2-Speichers. Im Wesentlichen wird der Trend da zur Sperrholzdecke gehen, die sehr viel Holz verwendet und dann da eine große Speichermasse erzeugt. Oder auch das Dachbauteil, da spielen die Dämmstoffe dann wieder eine große Rolle, sehr hohe, dicke Aufbauten. Das ist auch ein großer CO2-Speicher. Wir haben die Wohnungstrennwand hier nochmal mit verglichen. Und da ist jetzt im Moment noch eine Wand dargestellt, die eine Gipsfaserplatte hat, die reduziert dann die CO2-Senke am End of Life, weil da relativ viele Ressourcen drin sind und unterschiedliche Varianten der Gründung. Das ist jetzt alles noch in der frühen Phase. Es ist nicht zu Ende verhandelt. Es ist die LP3 noch nicht abgeschlossen. Aber wir sehen ganz schön auch in seiner frühen Begleitung so eines Projektes, wie wir quasi welche Steuerungsmöglichkeiten haben und wie sich welche Bereiche dann auswirken. Dann addiert sich das natürlich alles, die ganzen Bauteile hintereinander und ergeben ein Gesamtes im Gebäude. Dann haben wir den Überblick der Gebäude. Wir sehen also hier das konventionelle Bauen. Da haben wir jetzt die CO2 pro Quadratmeter Nutzfläche. Wir kommen also da an so Werte ran um die 400 Kilogramm und sehen, dass das beim Ziegelbau ein bisschen reduzierter ist. Wir sehen, dass das in der Richtung, also wenn wir den End of Life mit berechnen, also das Freisetzen des CO2, dann macht es keinen großen Unterschied, ob wir eine also Ziegelbetondecke bauen oder eine Holzdecke bauen. Wir sehen aber, wenn wir nicht auflösen oder auch wiederverwenden würden, da sich da der Ziegelbau dann massiv verschiebt, also wenn wir wirklich das Holzziegelhaus bauen würden, da reduzieren wir den Fußabdruck massiv. Und wenn wir das reine Holzhaus bauen, das ist halt wirklich so alles getan, was wir uns gerade vorstellen können. Da haben wir dann eine signifikante Senke, die bis zu 400 Kilogramm CO2 des Gebäude quasi in die Senke treibt in der Errichtung. Da ist aber dann der End of Life nicht mitbedacht, den wir quasi hier oben sehen. Wir haben viele dieser Untersuchungen gemacht, weil wir gerade eine Studie machen, die noch nicht veröffentlicht ist, wo wir unterschiedliche Quartiere vergleichen. Da können wir mal die Gebäude einordnen. Das ist also ein Sterndiagramm. Die Strahlen sind alle unterschiedliche Gebäude unterschiedlicher Quartiere. Dieser gestrichelte Ring hier unten ist innen drin. Das ist quasi die Nulllinie des CO2s. Also alles, was außen rausgeht, erzeugt einen CO2-Berg. In der
Errichtungsphase. Und alles, was in den Kreis nach innen drängt, ist quasi dann überhaupt erst die Senke. Also das wäre dann quasi das CO2-senkende Gebäude in der Errichtung. Und da sehen wir, dass wenn wir konventionell bauen, relativ weit nach oben schießen. Der Ziegelbau bringt dann noch nicht so viel Vorteil. Wenn wir die Ziegelbau mit Holzdecke machen, dann nähern wir uns quasi so der Nulllinie an. Das sind also alles hier unsere Vergleichsbauten, die ich Ihnen gerade schon mal gezeigt habe. Das Holz-Lehmhaus senkt dann massiv und hat dann die Senke vom CO2 unter die Nulllinie. Und wir haben dann hier den Ellener Hof, das ist ein ganzes Stadtquartier in Bremen, was auch sich dem Holzbau schwer gewidmet hat. Da sind im Wesentlichen Hybridbauten, da ist also in der Konstruktion, die nicht erdberührendes Bauteil ist, doch relativ viel Beton noch hin. Da sehen wir aber, dass diese Gebäude sich alle irgendwie so um die Nulllinie rum zirkeln. Da wäre noch Optimierungspotenzial. Also da könnte man natürlich, wenn man hier im Sinne Holzlehm weiterentwickelt, auch eine Senke erzeugen. Wir haben da den Bremer Punkt mal so als Zwischenprojekt mit drin. Und dann haben wir vor allen Dingen mal Gebäude im Schumacher-Quartier analysiert und da quasi so Konstruktionsweisen, die sich da die Wohnungsbaugesellschaften aktuell vorstellen. Da haben wir relativ viel Betonanteile. Man muss sagen, im Schumacher-Quartier sind Keller nahezu zwingend, weil das Quartier sehr dicht ist und wir schon allein für die Fahrradstellplätze die Keller brauchen, die nicht vermeiden können. Da sehen wir, dass die Gebäude quasi gar nicht mehr CO2-neutral werden können und schon gar nicht richtige Senken machen. Also schon auf dem Fußabdruck des Gebäudes kriegen wir nicht die Null hin. Und vom ganzen Quartier dann ganz abgesehen, also wenn man dann Straßen mit draufrechnen würde oder Infrastrukturen und die Systemgrenze quasi an der Kante des Quartiers legen würde, dann wird es extrem schwer, solche Quartiere wirklich auch in der grauen Energie, in der Errichtung klimaneutral herzustellen. Das mal vielleicht so die Einordnung, wo wir liegen. Das ist das, was, glaube ich, wir maximal so erreichen können und zeigt so ganz schön, was eigentlich noch als Aufgabe steht. Das vielleicht mal so als ganz schneller Input von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.